Hallo, Namaste, willkommen zu einer kleinen Lesung aus meinem Buch Tantrische Erleuchtung unter Titel Sex, Drugs and Meditation von kosmischen Orgasmen, indischen Kulten und einer Reise in die Unendlichkeit. Das Buch ist erschienen 2010, gibt es auch als E-Book, als Kindle-E-Book oder auch in anderen Systemen. Jo, ich beschreibe darin die Reise nach Indien 1998, die letzten Monate meines alten Seins, bevor dort eben so eine kleine Einheitserfahrung passiert ist. So, Seite haben wir notiert, 98, gehen wir es an, kleine Lesung. Die beginnt mit einem kurzen Spezial aus dem Jenseits dieser Zeitlinie. Und auch jetzt, beim Schreiten dieser Zeilen, tauchen so viele Erinnerungen auf an Orissa. Und ich weiß nicht mehr, was ich schon erwähnte, was weggelassen wurde. Seit mehr als einem Jahr habe ich schon nicht mehr an diesem Buch geschrieben. Und die Zeit, die ich beschreibe, liegt mehr als 10 Jahre zurück. Vor etwa 4 Jahren begann ich mit diesem Buch. Immer wieder große Unterbrechungen. Im Vergleich dazu hatte ich mein erstes Buch mit fast 300 Seiten in einem Monat fertiggeschrieben. Mein zweites, dünneres Buch war eine Sache von ein paar Wochen. Und nun die Gewissheit, es auch nochmal komplett überarbeiten zu müssen, ergänzen hier und da, vielleicht ein paar E-Mails dazu, ein paar Fotos, diese Reise wirklich authentisch beschreiben, meine letzte Reise, die dieser Edgar jemals tat. Und es sind die letzten Wochen, die nun vor mir liegen, die vor mir liegen, um sie zu beschreiben und die in der Geschichte vor mir liegen, die ich damals noch nicht kannte, deren Ende ich damals noch nicht kannte. Ein riesiger Berg und immer mehr nähere ich mich dem Ende, einem großen Ende, einem absoluten Ende. Ein Punkt, ein echter Punkt des Lebens mit Ausrufezeichen. Nun denn, begebe ich mich abermals in diese Zeit. Madras, lebendiges Südindien. In Madras angekommen, ließ ich mich wie üblich direkt vom Bahnhof in ein günstiges Hostel chauffieren und erholte mich erstmal von der langen Zugfahrt. Doch dann begann langsam die Auflösung. Die Auflösung dessen, was ich war, was meine Persönlichkeit darstellte, wer ich bin, wie ich mich wahrnahm, wie ich überhaupt irgendetwas wahrnahm und ob ich das, was ich wahrnahm, auch für wahrnahm. Eben die ganze bisherige Realität. Cannabis hatte ich nun schon mehrere Tage abgesetzt und doch oder auch gerade deshalb spürte ich von Tag zu Tag mehr und mehr Energie. Ich begann weniger und weniger zu essen, trank zunehmend nur mehr Wasser, davon mehr und mehr. Musste weniger und weniger schlafen, manche Nacht nur 3 bis 4 Stunden. Das ging so weit, dass ich morgens um 4 oder 5 Uhr wach wurde, losging und ruhelos durch das morgendliche Madras wanderte, stundenlang, bis irgendwo eine kleine Kneipe oder ein Straßenstand aufsperrte und ich ein kleines Frühstück zu mir nahm. Ich war voller Energie, wusste nicht, wohin damit. Also gab es nur gehen, gehen und gehen und schauen und beobachten. Immer weniger begann ich mit der Umwelt zu interagieren, immer mehr zog ich mich auf diese innere Beobachtung zurück. Der Körper voller Energie und im Außen offenbarte sich mehr und mehr ein Schauspiel. Es begann in einem kleinen Restaurant, in dem ich die Kellner und deren Umgang mit den Gästen beobachtete. Es kam mir vor wie eine kosmische Verarschung. Nichts wurde von deren ernst genommen. Speisen aus meiner Sicht offenbar bewusst vertauscht, an den falschen Tisch gebracht, keine Antworten waren ernst gemeint, immer ein inneres Lächeln. Wenn ich den Menschen in die Augen sah und sie in ihrem Tun beobachtete, zumindest manchen Menschen, die auf mich sehr bewusst wirkten, dann schien alles nur ein kosmisches Spiel zu sein. Ich hatte damals keine Erklärung dafür, habe so etwas noch nie gesehen. Da ich die Wahrheit noch nicht kannte, hielt ich diese Menschen teilweise für ETs oder zumindest wirkten sie so auf mich, so als wüssten sie etwas, was andere nicht wissen, als wäre all dies hier nicht echt, nur gefaked. Wie mit einer Art versteckten Kamera. Heute sehe ich es so, dass sich damals für mich die Grenzen zwischen bewusst und unterbewusst aufzulösen begannen. Ich sah nicht mehr nur den bewussten Anteil des menschlichen Geistes, sondern auch völlig direkt den unbewussten Anteil.
und es wirkte so, als wäre er das wahre Bewusstsein. Ich begann erstmals ein Stück weit hinter die Kulisse zu gucken, hinter die göttliche Kulisse, hinter den Schleier von Maya. Ich sah Gott in Aktion, noch nicht wissend, dass er Gott war, dass sie Gott war, dass es Gott war. Und so konnte ich mir merkwürdige Konzepte zurechtspinnen. Je nach Wahl das Gesehene als E.T. oder als Engel oder was auch immer bezeichnen. Tatsache war aber, das Geschaute war für mich absolut neu. Merkwürdige Menschen kreuzten meine Wege. Ein Suchender, der seinen Meister, der angeblich vom Papst verfolgt wird, seit Jahren nachreist und immer ein paar Tage zu spät kommt, um dann weiterzureisen zum neuen aktuellen Aufenthaltsort seines Meisters. Bauernfänger auf der Straße, die meinten, sie wären von Sai Baba aus dem nahen südindischen Ashram geschickt worden, um mich zu finden und zu ihm zu bringen. Ich nahm all dies wahr, mehr amüsiert, denn ängstlich, interessiert, neugierig, aber ohne darauf direkt zu reagieren. Ein Beobachten, ein Schauen, ein Bezeugen, ohne Tat, ohne Entscheidung und auch ohne Bewertung. Einfach nur ein Staunen. Es war wie im Kino, ich aber mittendrin, in 3D, wie auf einem Holodeck aus Star Trek. Jo. Aus Tantrische Erleuchtung, Sex, Drugs und Meditation. Sind übrigens auch viele Fotos drinnen, oder ein paar Fotos zumindest, in Schwarz-Weiß von der damaligen Zeit von mir. Namaste.